Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part Golden Sun. Wir sind hier in Madra und hey, ihr da, bleibt sofort stehen. Was denn? Warte doch, es gibt keinen Grund, diese Leute aufzuhalten. Die haben sicher nichts damit zu tun. Was ist denn jetzt los schon wieder? Wenn du den Vorfall mit den Piraten meinst, dann lass dir gesagt sein, dass wir die Sache zu jedermanns Zufriedenheit geklärt haben. Das hat diesmal nichts mit dem Champa zu tun, alter Mann. Diesmal haben uns die Kibombo angegriffen. Alter Mann? Warte, sagtest du eben, ihr wurdet schon wieder angegriffen von den Kibombo? Wisst ihr etwas über die Kibombo? Nein. Nicht viele Leute tun das. Sie sind ein barbarischer Stamm aus Zentral-Gondowan. Seid bloß vorsichtig, dass ihr nicht auf sie trefft. Wann ist das alles geschehen? Es ist noch nicht lange her. Kurz nachdem der Bürgermeister abgereist ist, um genau zu sein. Wurde irgendwas gestohlen? Nur ein schwarzer Ball. Alles andere blieb unberührt. Okay, ein schwarzer Ball. Das ist nicht gut, Leute. Ich befürchte, über mehr Informationen verfügen wir auch nicht. Ihr habt uns mit den Champa geholfen, daher verrate ich euch etwas. Vielleicht solltet ihr euch mal das Haus des Bürgermeisters genauer ansehen. Es ist das Einzige, was ausgeraubt worden ist. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir da erstmal rein oder so. Was hier so ist. Ja, der Dings fehlt wahrscheinlich einfach nur. Als uns die Kibombo angriffen, wollten sie nur den schwarzen Ball, der über dem Kamin lag. Wir hatten Glück, dass niemand verletzt worden ist. Wenn mein Mann erfährt, dass der Ball, den er aufbewahrt hat, gestohlen worden ist, wird er sicher sehr wütend sein. Oh nein. Mein Vater hatte diesen schwarzen Ball für Aaron aufbewahrt, aber die Kibombo haben ihn erbeutet. Egal wie sehr er sich dafür entschuldigt, das bringt die Dinge auch nicht mehr ins Lot. Ich werde den Ausdruck auf Aarons Gesicht niemals vergessen, als er hörte, dass sein Ball gestohlen worden ist. Er war so bedrückt, fast so, als hätte er einen Teil seiner selbst verloren. Was heißt jetzt, wo ist denn Aaron jetzt? Aaron ging nach Kibombo, um seinen Ball zurückzuholen. Wir sagten ihm, dass Zentral-Gondowan ein sehr gefährlicher Ort sei, aber er hat uns gar nicht zugehört. Ah, okay. Auf nach Zentral-Gondowan, Leute. Ja, nach Kibombo, genau. Da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich noch. Ich war sogar noch ein bisschen weiter, muss ich sagen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie weit ich genau war. Okay, dann würde ich sagen, auf nach Gondowan wieder. Wir hatten ja Gondowan quasi, eigentlich meine ich, erst verlassen oder so. Wir haben auch irgendwo eine Weltkarte, Menma. Genau, hier. Die Maus ist doof, egal. Das hier alles, das ist, Angara gewesen. Das hier ist alles Gondowan. Und wir sind ja jetzt hier auf Indra. Das wäre dann jetzt hier Osenia. Weiß ich, den Teil hier, den kann man, glaube ich, nur entdecken mit dem, wenn man das Schiff hat, glaube ich. Jedenfalls Lemuria zum Beispiel. Das müsste ungefähr hier liegen. Ungefähr. Doch, ungefähr müsste das da sein. Und nicht Lemuria. Lalivero. Dort war der Venusleuchtturm. Und ja, Gondowan ist noch dieser ganze andere Teil hier und da werden wir auch noch alles hingehen. Und das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, was ich jetzt vorhabe. Also würde ich sagen, los geht's. Folgen wir dem Weg hier irgendwie mal nach Gondowan. Hey! Schön, dich hier zu treffen. Ich mag dich. Du kommst jetzt mit. Jupp. So sieht's aus. Genau so und nicht anders. Was tust du hier? Ich mag dich. Wieso bist du hier? Das finde ich toll. Okay. Coole Sache, Leute. Coole Sache. Ferrum, folgt Felix. Okay. Blitz kann ich dann an sie direkt geben und dann können wir auch alle schön unsere Djinns besser benutzen und alles. Klar, für Jenna fehlt das jetzt noch ein kleines bisschen, aber okay. So, gehen wir hier mal lang und, ja, hier sind die Klippen, genau. Klippen von Gondowan. Hey, Hund. Wuff, wuff. Grab hier. Wuff. Ja, okay, mache ich mal eben kurz. Kein Problem. Hammer. Nee, Quatsch, nicht Hammer. Nee, armer Hund.
Das wäre nicht cool gewesen, Mann. Überhaupt nicht. So, da kommt gleich Wasser hoch, meine ich. Genau. Nicht, dass ich das irgendwie verpasse oder sowas. Nee, nee, das geht gar nicht. So, da komme ich nicht lang. Hier irgendwie irgendetwas Tolles, Schönes. Oh Gott, das sind neue Gegner. Oh mein Gott. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet und so. Mars und was hast du denn jetzt alles? Jetzt du, na. Ah, setz mal Sturmblitz erstmal ein. Ist, denke ich mal, erstmal das Beste. Oder whatever. Urblitz. Wie gesagt, wenn es sich nicht lohnt, da irgendwas zu heilen, warum sollte ich es dann tun, ne? Das ist so die Sache immer. Warum, wofür, weshalb? So, hier ist dann erstmal noch nichts. Hier oben komme ich dann auch erst später irgendwie hin oder sowas. Hier lang erstmal vielleicht. In der Höhle dort unten komme ich so oder so noch vorbei, von daher ist es auch egal. Weil ich guck mal eben kurz da unten hin. Da muss ich irgendwo den richtigen Dings finden, den richtigen Übergang. Ach, Kinders, es ist unterhalten und so. So, oder hier mal hin. Sehr schön. Wumms. Sehr schön, sehr schön. So, Kanone. Der hält ein bisschen mehr aus. Erhöht Verteidigung der Gruppe, okay. Nett, nett. Mars und Äther. Machst du mal hier drauf, okay. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann noch Mars einmal kurz und dann ist die Sache gegessen. So, ich habe keine Ahnung, wo ich genau hin sollte dann am besten, aber naja. Ich glaube, ich werde das erstmal so ausprobieren, dass ich hier einmal kurz Wirbelwind einsetze. Nachgucke, was es dort so gibt. Yay! In dieser Höhle. Aha. Eine Flamme und dann ist hier sonst nichts, okay. Keine Ahnung. Irgendwas? Nein. Puh, ja, schön, toll. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ich glaube, das ist, dort kann man irgendwann anders irgendwie lang gehen oder keine Ahnung. Kommt später, glaube ich, noch was zu. Glaube ich, hoffe ich. Dann gucken wir uns die Höhle später nochmal an oder sowas. So, was dieses andere komische damit, ich spring hier jetzt runter, Krams, angeht, das gucken wir uns jetzt an. Und jumpen da einfach eine Runde runter. Ich nehme mal einfach den mittleren. Hui! Oh, der ist richtig, der ist gut. Mitte ist gut, so. Bums. Schön gepokert und so. Und richtig gelegen und so. Bla. Okay, Verschieber. Ich will diesen Mars-Gin haben, Mann. Leute, jetzt sofort möglichst. So, jetzt muss ich hier auch noch runter letztendlich, sowieso, aber naja, okay. Oh, hier kann ich dann jetzt auch das Seil spannen, wenn ich lustig bin. Mache ich eben. Wäre sonst nichts zu tun. Sehr schön. Ah, Gott, Gegners. Hallöchen, was geht bei euch so? So, setz du mal Ramses ein und du setzt Kanone ein und du setzt Progne ein und dann ist das alles super. Sehr schön, sehr schön. Bams. Okay, wunderschön und das erledigt. Dann gehe ich mal hier weiter runter. Ah, so ein Dingsrätsel immer wieder, beziehungsweise so ein halbes Labyrinth. Hier komme ich nicht weiter, okay. Doofer Anfang. So, dann gucken wir hier weiter. Dort komme ich nicht weiter, dort aber. Hier dann weiter nicht. Hier aber. Immer dieses Hin- und Her-Gerätsel, Mensch, unglaublich. Ich glaube, das andere, was da noch gewesen wäre, wäre dann sowieso falsch gewesen. Okay. Gut. Sehr schön. Und ich glaube, an den Djinn... Ich weiß nicht, wie komme ich an den wohl ran? So gerade die leise Vermutung, dass ich dafür schon dann Aaron brauche. Hier komme ich auf jeden Fall nicht drüber. Oh mein Gott, so ein fetter Affe, Mann. Was willst du hier? Mach dich weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will mich auf jeden Fall nicht mit dir anlegen. So, oder... Wumms. Ein wilder Affe. Der ist voll krass groß, dieser verdammte Affe. Faustwirbel. Attacke steigt um 30, okay. Egal. War ja kein Problem.
So, hier komme ich dann rüber und... Na, hier komme ich noch hoch, okay. Riesige Klippe hier und alles, ey. Boah, Hilfe. So, Kanone. Du hast noch Äther und Blitz. Dann mach du mal Blitz. Mach mal Blitz, ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wumms. Ein Gegner erledigt. So, Ferrum verbündet sich. Beziehungsweise, nee, nicht verbündet. Verbündet ist falsch. Irgendwas anderes muss da hinkommen. Egal. Äther. Na, PP brauche ich gerade nicht. Na, super. Setz mal was ein dafür. So, das bringt mir aber trotzdem nicht sehr viel weiter. Bisschen geheilt. Wofür auch immer. X. Und dann geht es hier weiter runter, okay. Mars und Äther. Machen wir dahin Äther, okay. Wird schon irgendwie, läuft. So. Urblitz. Alter, uncool, Mann, ja? Uncool. Hm? Ja, genau du. Genau du. Wer sonst? So, Ramses und, eigentlich total übertrieben, das alles einzusetzen, aber egal. Mach ich immer, ne? Von daher läuft. Wird eigentlich normaler Angriff wahrscheinlich reichen, aber hey, läuft. So. Hier geht's dann erstmal weiter. Hier hoch. Ich will an diesen Mars-Gen, Mann. Wie komme ich da ran? Hier oben vielleicht lang irgendwie. Das sieht gut aus. Habe ich den eben fertig? Kerbenje, buhu. Wumms. Schöne Attacke. Da brauche ich schon den Dingszauber für. Okay. Aber hier ist der Dings-Gen. Okay. Einmal heilen alle. Will ich erst die Dings deaktivieren? Komm, mache ich eben. Hallöchen, was geht, Mann? Du willst kämpfen. Kein Problem, kriegen wir hin. Wenn du unbedingt möchtest, ist das kein Problem, Mensch. So, Ramses. Du kannst Kanone einsetzen, das macht bei dir eh keinen Unterschied. Und du setzt Procne ein. So, der setzt auch Strahl ein. Coole Sache, Leute. Coole Sache. So. Schadet auch schön. Dann noch Ramses. Hab mehr erwartet. Mensch, die sind alle so... Ne? Der ist noch am Leben. Das gefällt mir nicht. Das soll aufhören. So, Sturmblitz. Das reicht hoffentlich. Bombe. Krasse Sache, Mann. So, aber da wurde er besiegt. Sehr schön. Und der sollte dann möglichst gleich direkt Jenna folgen. Wäre am besten. So. Spahn folgt Felix. Spahn soll aber nicht ihm folgen. Jetzt macht eine Erhöht die Attacke aller Freunde, okay? Toll. Ah, heil nochmal eine Runde. Hast ja sonst nichts zu tun, ne? Nee, läuft schon. Gut, dann würde ich sagen, ist der nächste Weg erstmal direkt rüber nach, ne? Kibombo. Ich glaube, der Rest ist erstmal egal, was da noch so alles ist. Ein paar Kleinigkeiten sind da, na, bestimmt noch. Will ich gar nicht irgendwie bestreiten oder sowas. Es ist bestimmt noch irgendwas. Und das alles will ich jetzt gar nicht nachgucken, von daher, naja, ne? Mach mal einen Blitz erstmal. Wumms. So, den erledigt. Und hier runter. Ups, über das Seil. Oh mein Gott. Wer hat hier denn schon ein Seil gespannt, Mensch? Ich meine, die liegen ja auch noch nicht so lange aneinander, glaube ich. Ah, naja. Ich meine, sonst wären die Kibombo bestimmt schon mal ein Matra gewesen. Bestimmt. So. Aber ich würde sagen, weiter in Richtung Kibombo gehen beim nächsten Part bei Golden Sun. Bis dahin. Tschüss.